Hallo und herzlich willkommen zum ersten Schulungsvideo zur 72-Stunden-Webseite für Diözesanverbände. In diesem ersten Video möchte ich euch einen kleinen Überblick über das Content-Management-System Typo 3, mit dem die 72-Stunden-Webseite erstellt wurde, geben. Das richtet sich speziell an Leute, die noch nie mit diesem System gearbeitet haben. Und euch möchte ich dann erst einen kleinen Überblick geben, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn ihr es nachvollziehen wollt, geht ihr zunächst hier auf 72-stunden.de/typo3. Dann kommt ihr hier zum sogenannten Backend-Login. Also Backend ist dann der Teil der Webseite, in dem ihr die ganzen Inhalte und alles Weitere anpassen könnt. Habt ihr auch Zugangsdaten bekommen? Und ich nehme hier jetzt mal meinen Account. Wir melden uns an. Brauchen kurz Geduld und kommen dann hier zur Startseite des sogenannten Backends. Da seht ihr hier auf der linken Seite eine Reihe von Funktionen oder Module, nennt sie Typo 3. Die werden euch, wenn es euch interessiert, hier erklärt, aber die allermeisten davon braucht ihr eigentlich gar nicht. Für uns werden primär interessant sein hier die Seitenansicht, die Listenansicht und hier unten dann die Dateienverwaltung. Fangen wir hier in der Seitenansicht an. Ja, jetzt haben wir hier diese mittlere Spalte. Da sehen wir den sogenannten Seitenbaum. Also im Grunde ist das der Teil von eurer diözesanen Webseite. Also diese Muster-Webseite, die ihr bekommen habt, die habe ich mir hier auch eingerichtet als Test-TV. Und die Struktur der Seite wird hier quasi abgebildet. Wir können hier gleich schon mal uns die ersten Buttons anschauen. Da gibt es hier nämlich oben einen, der recht wichtig ist. Webseite anzeigen. Klicke ich darauf und dann sehen wir hier parallel unsere Webseite und können uns dann gleich mal vergleichen, was wir quasi im Backend sehen und wie sich das in der richtigen Webseite auswirkt. Ja, dann haben wir hier diese sechs Hauptnavigationspunkte. Die seht ihr hier als diese Punkte von News, die Aktionen, Co-Kreise, unsere Partner, Material und Presse. Das können bis zu sechs Punkte sein. Wenn es weniger sind, dann verschwindet hier eben einer der Buttons. Mehr als sechs Hauptnavigationspunkte gehen nicht. Bei dem Punkt News sehen wir hier auch noch mehrere Unternavigationspunkte. Die sind auch hier abgebildet. Die sind zahlenmäßig nicht begrenzt. Dann bleiben wir hier im Seitenbaum. Da seht ihr, dass es hier verschiedene Symbole gibt. Hier bei dem obersten Element, das ist quasi ein Verweis auf dieses Element darunter, das im Menü allerdings nicht angezeigt wird. Das ist im Grunde unsere Startseite. Dann haben wir hier die ganz normalen Seiten. Hier wieder eine, die im Menü nicht angezeigt wird. Hier unten kommt jetzt ein Ordner. Der wird auch nicht angezeigt, der beinhaltet gewisse Sonderfunktionen, wie jetzt hier etwa das Logo, die Inhalte für die rechte Spalte, also das, wo hier jetzt der BDK Freiburg steht. Das Logo kommt dann hier hin. Die Sachen sind eben noch nicht eingerichtet, aber die sind in diesem Ordner. Die News sind dort eben auch nochmal ein Sonderding drin. Unterstützerlogos, die stehen hier unten, könnt ihr dann eben auch anpassen. Und hier unten werden noch die Anmeldungen verwaltet. Aber die eigentlichen Seiten befinden sich dann eben in diesem Teil hier vor Sonstiges. Ja, wie ist jetzt eine Seite aufgebaut? Wir haben also hier die Seite News. Die gucken wir uns erstmal hier drüben an. Hier oben sehen wir, dass wir auf dieser Seite sind. Hier werden jetzt verschiedene Nachrichten ausgegeben. Das ist jetzt hier einfach mal eine mit einem Blindtext. Und ja, wie sieht das Ganze im Backend aus? Da haben wir hier ein äußeres Element, also der Bereich Inhalt ist der quasi, um den es geht. Dort das erste Element heißt hier DV-Musterseite. Das ist nämlich genau eine Vorlage, die genauso heißt. Mit dieser Vorlage wird hier dieser äußere Rahmen erzeugt. Das heißt, dadurch wird hier ein Menü ausgegeben, die Kontaktdaten stehen da. Wenn ihr diese Musterseite nicht hättet, würden eben all diese Sachen nicht angezeigt werden. Und hier in der Musterseite, das heißt, ihr könnt das Ganze eben auch verschachteln, oder müsst das in der Regel auch tun, gibt es hier ein Element, das heißt aktuelles Muster-DV. Hier steht, dass das ein Plugin ist, das News ausgibt, und zwar die neuesten als erste. Das heißt, das liest eben aus der Datenbank die vorhandenen Nachrichten und gibt die hier aus. In dem Fall hier eben unsere eine Nachricht mit dem Blindtext. Die Nachricht selbst sehen wir, wenn wir dann irgendwann später mal hier uns diesen News angucken. Aber bleiben wir jetzt erstmal hier auf dieser Seite. Da oben neben dem
Element, das wir schon gesehen haben, dem wir uns Webseite anzeigen lassen können. Können wir hier neue Seiten anlegen. Also Seiten sind diese Elemente, die hier drüben sind. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Das geht generell auch mit der Seiten, mit der Listenansicht hier ein bisschen schöner. Hier haben wir dann auch noch einen Stift für Seiteneigenschaften bearbeiten. Damit werden eben Einstellungen getroffen, die die komplette Seite betreffen. Die anderen beiden Symbole da oben braucht ihr in der Regel auch nicht. Also generell werden euch hier sehr viele Symbole, sehr viele Buttons, Felder begegnen, die ich vielleicht auch nicht erkläre oder bei denen wir nicht weiter drauf eingehen. Die werdet ihr im Regelfall einfach nicht brauchen. Also da müsst ihr euch leider daran gewöhnen, dass es hier sehr viele Felder gibt, die im Grunde für das, was wir tun wollen, unwichtig sind, die auch auf der eigentlichen Webseite gar nicht ausgespielt werden. Das heißt, es ist auch nicht wichtig, dass da irgendwas drin steht. Ja, jetzt aber zu den wichtigen Symbolen. Wenn wir hier auf diese einzelnen Elemente im Inhaltsbereich gehen, sehen wir hier nebendran auch immer Symbole. Hier für Element bearbeiten, dann Datensatz verbergen. Wenn wir da draufklicken, dann geht die Glühbirne aus. Und das ganze Element und auch die Elemente, die da drinnen sind, werden nicht mehr ausgegeben. Gehen wir gerade mal hier drüber, aktualisieren die Seite und sehen dann, dass nichts mehr da ist, weil eben jetzt der komplette Inhalt ausgeblendet wurde. Hier gibt es eine Kopieren-Funktion, damit können wir eben Elemente, die wir auf einer Seite haben, auf eine andere kopieren. Die können wir dann einfügen mit diesem grünen Pfeil hier. Oder wir können eine Verknüpfung erzeugen, das heißt, dann haben wir ein Element mit Inhalten. Die werden aber auf mehreren Seiten genau gleich ausgespielt. Wenn wir das aber eben einmal ändern, ist es auf allen Seiten geändert. Eine solche Verknüpfung können wir auch direkt hier mit erstellen. Hier gibt es dann die Ausschneiden-Funktion. Die funktioniert dann genauso, wie das beim Kopieren ist, nur dass es eben an der ursprünglichen Stelle weg ist. Und hier gibt es eine Verknüpfung entfernen. Dann wird das Element hier von der Seite erstmal entfernt. Wenn wir neue Elemente erstellen wollen, dann können wir das hier immer über diese Symbole tun. Mit diesem grünen Pluszeichen heißt immer was Neues erstellen. Also hier ein neues Inhaltselement. Das können wir hier entweder ganz vorne noch vor diesem Musterseitentemplate oder in dem Template drin vor dem Plugin oder dahinter oder hinter dem Template machen. Nebendran steht auch immer so ein Ordner. Damit können wir die Seitenelemente, die wir schon irgendwo erstellt haben, uns anschauen, beziehungsweise auswählen und die dann eben auch verknüpfen. Also wie das mit diesem gelben Pfeil gewesen wäre, ja, auswählen, dann eben hier einfügen als Verknüpfung. Ja, soweit jetzt erstmal hier zur Seitenansicht. Gehen wir zur Listenansicht. Ja, da haben wir jetzt hier wieder unsere Seite News. Wir sehen hier oben erstmal die ganzen Unterseiten, also die vier sichtbaren im Menü und die unsichtbare hier, also die im Menü nicht angezeigt wird. Die ist dafür da, um dann die Nachrichten eben auch in einer Einzelansicht darstellen zu können. Die braucht ihr nicht groß bearbeiten, aber sie muss da sein. Und hier unten sehen wir die Seiteninhalte. Die müssen jetzt hier nicht zwingend in der richtigen Reihenfolge oder in irgendeiner Ordnung stehen. Also wie die miteinander verschachtelt sind, könnt ihr hier auch gar nicht erkennen. Das ist hier auch nicht so wichtig. Ja, hier gibt es auch wieder immer die Symbole für Seite anzeigen, bearbeiten, Datensatz verschieben, irgendwelche Informationen anzeigen. In den zwei nächsten Sachen könnt ihr die Historie, wie dieses Element verändert wurde, bearbeiten und gegebenenfalls auf einen früheren Stand zurückkommen. Einen neuen Datensatz nach diesem erstellen. Mit den Pfeilen hier kann man auch die Reihenfolge tauschen. Für Seiteninhalt ist das jetzt hier nicht so sinnvoll. Aber wenn wir Menüpunkte tauschen wollen, etwa Menüpunkt 2 nach oben, können wir hier draufklicken, warten kurz. Und haben jetzt hier Menüpunkt 2 oben, Menüpunkt 1 da. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, wir haben ja vorhin wieder das eingeblendet, das heißt, das erscheint gleich wieder, steht jetzt Menüpunkt 2 vor dem ersten. Das heißt, so könnt ihr auch die Navigation anpassen. Und wenn ihr hier eben immer diese Glühbirne nutzt, dann werden die entsprechenden Seiten ausgeblendet und erscheinen gar nicht mehr. Weder im Menü noch könnt ihr anders drauf zugreifen. Ja, Kopieren und Ausschneiden funktioniert mit Seiten genauso wie mit den Elementen. Hier hinten dran seht ihr noch Referenz, heißt das, wie oft diese Inhaltselemente irgendwo verwendet werden. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit. Ich habe ja gesagt, dass ihr hier die Möglichkeit habt, diese Elemente von der Seite zu entfernen.
Verknüpfung entfernen. Das mache ich jetzt mal hier. Das ist das Element hier weg. Das heißt, wir könnten jetzt denken, wir hätten es gelöscht. Haben wir aber nicht. Es steht hier immer noch in der bei Seiteninhalt drin. Es ist nur nicht mehr Bestandteil der Seite, wie sie dargestellt wird. Wenn wir hier also aktualisieren, ist das Element weg. Keine News mehr da. Wir sehen auch hier, hier ist die Referenz jetzt auch verschwunden. Aber es bleibt eben noch da. Gerade bei Seiten, die immer schon ein bisschen länger im Betrieb sind, sammeln sich oft relativ viele so ja, Datenmüllreste von irgendwelchen Elementen, die mal irgendwann weggenommen wurden, aber nicht richtig gelöscht. Also löschen können wir hier mit der Mülltonne tun. Da ist es oft mal ganz sinnvoll auch zu gucken, was hängt da eigentlich noch für Elemente rum, brauchen wir die wirklich noch oder können wir die entfernen, um das doch etwas unübersichtliche System zumindest einigermaßen übersichtlich zu halten. Da wir die News aber wieder anzeigen wollen, müssen wir das Ganze wieder einfügen. Da das was Inhaltliches ist, springen wir da zur Seitenansicht. Gedulden uns ein bisschen. So, wir wollen das jetzt wieder hier in diesem Rahmen innen drin einfügen. Wählen hier Datensätze durchblättern. Klappen die News aus, klicken da drauf. Und sehen hier einmal das Rahmenelement, DV-Musterseite und hier das nicht referenzierte Plugin-Element mit den News, aktuelles Muster-DV. Klicken das an. Und dann haben wir es wieder hier drin. Schauen wir uns hier drüben an. Da ist es wieder. Ja, das waren soweit die Seitenansicht und die Listenansicht. Dann schauen wir noch kurz hier auch zu den Dateien. Das hier ist unsere Dateiverwaltung. Hier unten drunter ist auch so ein Verzeichnisbaum, nur haben wir noch keine Verzeichnisse. Darum machen wir jetzt einfach mal ein erstes mit dem Symbol hier oben, Verzeichnis anlegen. Einen Ordner, wir könnten auch gleich mehrere erstellen, aber uns reicht das mal einer. Den nennen wir Logo. So, klappen hier aus, haben wir den Ordner Logo. Jetzt wollen wir in den Reihen eine Datei laden. Datei laden ist dann hier das zweite Symbol. Hier hochladen, Dateien auswählen, Desktop, Muster-DV. So, hier laden wir einfach mal ein BDKIRT-Logo. Das wird jetzt hier schnell hochgeladen und ist dann jetzt hier drin. Also so könnt ihr beliebige Dateien hochladen, die eben in Ordner packen. Und dann später, was wir auch in den weiteren Tutorials sehen werden, an verschiedenen Stellen einfügen. Ja, das sollen soweit die Funktionen fürs Erste gewesen sein. In den weiteren Tutorials erkläre ich dann weitere Funktionen. Bis dahin vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe auf ein Wiedersehen.